Ist der Crash jetzt vorbei? Kann man jetzt einsteigen zum Investieren? Um das geht es heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Greiner von broker-test.at und heute möchte ich mit euch das Thema durchgehen. Ist der Crash jetzt bereits vorbei? Sind die Börsenkurse jetzt auf einem Niveau, wo man jetzt einsteigen kann? Und wie geht's weiter? Vorweg einmal Market Timing im Sinne von jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren. Das funktioniert im Regelfall nicht, weil wir, oder zumindest ich, bin ein ganz normaler Sterblicher. Ich habe keine Ahnung. Was ich sehe, ist ganz einfach das, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich sehe einen Rückgang. Wenn ich jetzt auf Monatsbasis schaue, beim Dow Jones in der Höhe von knapp über 30%, der Nasdaq ist ein wenig bei minus 25%. Wenn ich beim DAX schaue, das bin ich bei minus 33% und beim ATX bin ich auf über minus 40%. Wobei es beim ATX ja letzten Freitag, also gestern am 20.03.2020, einen ordentlichen Push nach oben gegeben hat. Aber war es das jetzt? Also gleich mal vorweg, den ATX als das Maß aller Dinge anzusehen und zu sagen, der ATX ist jetzt der Beginn der Gegenbewegung. Leute, nein. Homebuyer spielt sich definitiv hier und so nicht ab. Die ATX-Aktien sind ordentlich geprügelt worden, natürlich auch ein gewisses Übergewicht im Sinne von sehr viele Bankaktien da drinnen. Raiffeisen Bank International, Erste Bank Group plus eben die BAWAG PSK. Und alle drei Banken sind ordentlich nach unten geprügelt worden. Dann ein weiteres Schwergewicht, die OMV, die ebenfalls aufgrund des Ölthemas nochmals nach unten geprügelt worden ist. Also wirklich der ATX ist nach unten geprügelt worden, aber dass man jetzt sagt, okay, der ATX ist unterbewertet, ja, keine Ahnung. Denn wie kommen denn Börsenkurse zustande? Es ist Angebot und Nachfrage und man kann davon ausgehen, so im Sinne von, was weiß ich schon, ich kann ja auch nur so handeln und die anderen Börsenteilnehmer auch nur so. Welche Informationen stehen denn im Moment zur Verfügung? Und aufgrund dieser Informationen werden eben diese Kurse dann gebildet. Manche verkaufen ihre Anteile und manche kaufen diese Anteile. Gibt es mehr Verkäufer als Käufer, dann gehen die Kurse eher runter. Gibt es mehr Käufer als Verkäufer, dann gehen die Kurse eher wieder rauf. Und das ist eben die Börse Richtung fast vollkommener Markt, Angebot und Nachfrage. Und jetzt sind wir mittendrin in Corona. Manche sagen, okay, wir sind gut unterwegs im Sinne von Österreich. Wir werden sehen, wie es mit den weiteren Fällen aussieht. Andere Staaten haben einen anderen Zugang dazu. Wir Österreicher blicken zum Beispiel in die USA rüber und manche oder viele Österreicher blicken in die USA rüber und sagen, nein, da wird es eben bald demnächst einmal anders aussehen. Generell, es ist einfach aktuell so viel Nebel im Markt, dass man schwer sagen kann, oder ich würde es niemandem zutrauen, dass jemand wirklich eine Prognose abgibt. Und diejenigen, die eine Prognose abgeben, die sind für mich vom Turnen befreit und denen würde ich dementsprechend nicht trauen. Ja, ich kann spekulieren, ich kann eine Marktmeinung haben und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Aber generell, ich persönlich bin ja nicht der Trader. Ich bin ja der Investor und sage, okay, habe ich Geld in Form von Cash zur Verfügung und das möchte ich investieren, dann kann ich es jederzeit reingeben, aber jetzt im Sinne von Market Timing und sagen, okay, jetzt schieße ich nach. Da ist es mir persönlich aktuell definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich ganz einfach einige Sorgen mitbekomme. Sorgen in der heimischen Wirtschaft, diejenigen, die ebenfalls im Unternehmen tätig sind. Ja, es fühlt sich vielleicht jetzt cool an, Homeoffice und vielleicht ja aktuell irgendwie so Urlaub und was auch immer. Aber das dicke Ende kommt noch, denn für die Unternehmen laufen ja die Kosten weiter und gleichzeitig bröseln die Erlöse weg.
Wir sind jetzt nicht im normalen Zustand. Und wenn die Kosten gleich bleiben und die Erlöse wegbrechen, dann hat das eine oder andere Unternehmen schneller ein Problem und andere ein mittelfristiger Problem. Aber Probleme gibt es und wird es geben. Sei es eben das Ein-Personen-Unternehmen, sei es der Mittelständler, aber auch große Unternehmen. Und die österreichische Regierung hat bereits jetzt versprochen, zum Beispiel Steuerstundungen beim Finanzamt, die Sozialversicherung, auch hier wird es eine Stundung geben, aber immer mit Stundungen, also es wird nichts erlassen. Plus eben, okay, unbürokratische Hilfe, wenn es eben um Liquidität geht. Und ich habe hier ein schlaues Buch, so ein kleines Handbuch, Grundlagen der finanziellen Unternehmensführung von sehr schlauen Köpfen. Das ist eine ältere Ausgabe, da gibt es natürlich eine neuere Ausgabe. Und ein Problem, das die Unternehmen oder was jetzt aktuell eine Rolle spielt oder spielen wird, ist das Thema Liquidität. Denn diese Unternehmen, sei es in Österreich, die haben früher oder später ein Liquiditätsproblem. Es geht da jetzt noch gar nicht um Gewinne, um Erfolgspotenziale, die eben vielleicht längerfristig dann gehoben werden können. Jetzt sind wir wirklich im operativen Geschäft und vielleicht hat das Unternehmen am Jahresende sogar einen Gewinn erwirtschaftet, aber jetzt geht es um die Liquidität. Die Kosten sind noch immer da, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da, das Firmengebäude muss weiter bezahlt werden, der Fuhrpark, die Maschinen, die Leasingraten von X, Y und Z, der Kredit läuft. Aber die Erlöse brechen weg. Und jetzt geht es darum, Liquidität sicherzustellen. Und da geht es natürlich auch darum, wer hat ein möglichst hohes Eigenkapital. Und wenn ich mir eben das durchlese in diesem schlauen Buch, immer wieder toll zum Nachzulesen, Liquidität heißt ja, ich bin zahlungsfähig. Und wie fängt das Ganze an? Ich bin zu Beginn zahlungsfähig, dann bekomme ich eben Zahlungsschwierigkeiten. Dann kommt es zu Stockungen. Da bei Zahlungsschwierigkeiten und Zahlungsstockungen schrillen gleich einmal die Alarmglocken. Und der Worst Case ist dann die Zahlungsunfähigkeit. Da kann ich ein grundsätzlich gesundes Unternehmen haben, das Gewinne erwirtschaftet. Aber wenn ich nicht zahlungsfähig bin, dann ist der Weg Richtung Konkurs allerdings sehr, sehr rasch vorhanden. Denn Zahlungsunfähigkeit heißt nichts anderes, dass mir Banken oder andere Geldgeber eben nicht mehr bereit sind, etwas zuzuschießen. Man erinnert sich jetzt an Vapiano, ein Unternehmen, das bisher schon ordentlich im Eck war. Wenn man sich die Finanzzahlen ansieht, keine gute Story, Probleme, der Aktienkurs ist auch dementsprechend verfallen und jetzt Corona hat ihnen den Schlussstrich sozusagen gezogen, weil sie die Restaurants schließen haben müssen. Und das war eben der letzte Tropfen, der auf den heißen Stein gekommen ist. Und so wird es wahrscheinlich anderen Unternehmen auch gehen. Das heißt, die aktuell schon am Limit waren, die werden wahrscheinlich demnächst Probleme bekommen. Die Regierungen versuchen eben dort dementsprechend jetzt mit Kapital nachzuschießen, bis denen eben zu sagen, wie können wir deine Liquidität sicherstellen? Und du, liebe Bank, wie kannst du uns dabei unterstützen, dass wir die Unternehmen am Leben erhalten? Das heißt, auch für die Banken in Österreich wird es natürlich etwas Ordentliches zu stemmen. Und deshalb meines Erachtens auch der Kursverfall bei den österreichischen Banken. Natürlich, haben ein großes Exposure in Osteuropa. Was wird dort kommen? Wird es dort noch viel schlimmer? Aber auch Österreich ist ja kein Land der Seligen im Sinne von, es gibt hier keine Kreditausfälle. Auch hier eben, die Banken haben jetzt eben in den nächsten Wochen, Monaten einiges zu tun. Wie kann eben die Liquidität, die Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten werden? Und wenn ich das jetzt da vorlese, ein Unternehmen ist dann zahlungsunfähig, wenn es nachhaltig nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Zahlungsunfähigkeit stellt meist den Endzustand eines Prozesses dar, welcher sich zunächst in Form von Zahlungsschwierigkeiten und später in Form von Zahlungsstockungen manifestiert. Liquiditätsprobleme werden bei Zahlungsstockungen das erste Mal nach außen sichtbar. In der Praxis werden Zahlungsstockungen vor allem bei Sportvereinen in Form ausstehender Spielergehälter publik.
Naja, man braucht ja nur ein bisschen in die Zeitung schauen. Die ersten Vereine, Rapid war der erste Verein, der öffentlich nach außen getreten ist und gesagt hat, oh mein Gott, 6 Millionen fehlen uns. Die SV Ried hat bereits Kurzarbeit angemeldet. Auch im Sportbereich gibt es ein Problem. Und was sagt das schlaue Buch? Wie kann man denn den Liquiditätsengpässen entgegentreten? In Phasen von Liquiditätsengpässen bieten sich abgesehen von der Zuführung zusätzlichen Kapitals von außen, naja, wer schießt denn aktuell noch Kapital zu in so einer unsicheren Zeit, wie der Aufnahme neuer Kredite oder der Einlagen der Gesellschafter? Folgende interne Möglichkeiten der Finanzierung: Kostenreduktion im laufenden Betrieb, Personal- und Sachkosten. Das heißt, da werden wir höchstwahrscheinlich erleben, ordentlich das Thema Freisetzungen, Kurzarbeit und eben, was eben irgendwie möglich ist, bei Sachkosten runter mit den Kosten. Das wird bei den Unternehmen passieren. Aufschieben, reduzieren oder unterlassen von Investitionen. Das heißt, es wird einen Investitionsschub geben. Ähnlich wie vor 2008, 2009, Bankenkrise, wird auch jetzt wieder auf die Kostenbremse gestiegen. Jetzt einmal erholen. Eintreiben von Forderungen. Das heißt, das, was außen steht, es wird versucht hereinzuholen. Gleichzeitig die anderen Unternehmen stehen auch auf der Bremse. Verhandlungen besserer Zahlungsziele bei Lieferanten und Kunden. Die brauchen aber auch Liquidität. Die werden auch nicht sagen, ja, zahlt es nicht dieses Monat, sondern eben erst in 60 Tagen zum Beispiel. Und Veräußerung nicht betriebsnotwendigen Vermögens. Also diejenigen, die auf Kapital sitzen, die hohes Eigenkapital haben, wie zum Beispiel Apple, Alphabet und Co., für die könnte es aktuell dann in den nächsten Monaten spannend werden, dass sie sagen, gibt es irgendwo ein Schnäppchen? Hat irgendjemand Probleme, wo wir eben schon einmal hingeschaut haben, aber die eben zu teuer waren? Vielleicht gibt es jetzt eben günstiger. Ja, also es gibt Möglichkeiten, wie ich dem Ganzen entgegentrete, aber es ist natürlich nicht so einfach und nicht von heute auf morgen. Und deshalb eben, das steht den Unternehmen bevor. Das ist alles noch nicht ausgestanden. Wir sind aktuell auf Halten. Und wir sprechen hier nur von Österreich. Und Österreich ist nicht die Wiege der Welt und nicht der Mittelpunkt der Welt. Das heißt, auch in anderen Ländern wird das ein Problem werden. In ganz Europa sind wir alle irgendwie so, okay, was kommt denn da auf uns zu? Und das Leben so, wie es ist super toll entschleunigt, es ist anders. Und es gibt auch nicht die Profiteure, wo manche glauben, ha, ein Spar, ein Biller, die profitieren jetzt von der Krise. Ja, natürlich haben die noch immer offen, aber auch deren Umsätze gehen zurück. Denn unser Leben ist jetzt deutlich reduzierter. Wir konsumieren nicht mehr so viel. Die Miam und Co., die klagen ja auch über, wir haben ein Problem mit der Zustellung. Es ist, die Leute, die kochen zu Hause. Also das, wo manche im ersten Moment glauben, boah, das läuft jetzt wirklich gut. Nein, wir sind alle auf der Kostenbremse, weil wir verunsichert sind. Wir wissen nicht, ob wir den Arbeitsplatz in 2 Monaten noch immer so haben. Wir wissen nicht, ob es vielleicht zu Änderungskündigungen kommt und wir zum Beispiel 20% weniger dann verdienen. Also jetzt sich nicht für absolut schlau halten, sondern eben, ha, da kommt noch was auf uns zu. Und ob das jetzt tatsächlich schon alles eingepreist ist in den Aktienkurs, um wieder zurückzuschwenken zum Thema, sind die Börsen aktuell fair bewertet? Ja, aufgrund der aktuellen Informationen sind sie fair bewertet, weil wir können ja davon ausgehen, dass eben der aktuelle Preis einer Aktie aufgrund aller Informationen fair bewertet ist. Aber ob wir tatsächlich alles schon wissen und was da vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten noch alles auf uns zukommt, das wissen wir aktuell noch nicht. Immer fleißig die Hände waschen und sich dann erst ins Gesicht fahren. Ja, einige lustige Dinge waren auch noch diese Woche, wie zum Beispiel auf finanzszene.de, eine super Webseite mit super tollen aktuellen Informationen rund um die Banken- und Fintech-Welt. Einer der Vorstände der Commerzbank hat stark gehebelt, Gewinne erwirtschaftet mit Put-Wertpapieren. Das heißt, er hat auf fallende Kurse spekuliert. Und die Gewinne daraus waren jenseits von 100.000 Euro. Das war ein bisschen, ja, ein Aufschrei. Ein Vorstand
einer der größten deutschen Banken spekuliert mit fallenden Kursen. Das kommt definitiv nicht gut an. Da, wenn ich da an Wirtschaft und Ethik denke, ein Problem. Später hat eben die Commerzbank verlautbart, dieser Vorstand hat hier nur einen Teil seines Wertpapierportfolios damit abgesichert und den Rest, den er darüber gewonnen hat, den wieder spenden. Ja, auf jeden Fall finde ich das jetzt, ja, ich bin ja eher der Langfristanleger, holt und spekuliere nicht mit fallenden Kursen. Manche machen das, ja, aber wie gesagt, was weiß ich schon, was kommen wird, ist nicht mein Ding, gefällt mir nicht und ja, nicht das, was ich machen möchte. Es ist eine super spannende Zeit aktuell. Viele erleben aktuell den ersten Crash und diese schönen Buchgewinne, die vorhanden waren, sind jetzt ein schierer Buchverlust. Das Depot minus 20, minus 30% und ja, auch ich bin mit dabei. Es ist jetzt nicht der erste Crash und ja, ich habe schon, das ist jetzt der dritte nennenswerte Crash und ja, es tut jedes Mal weh und ich habe die ersten zwei Male, ja, reingebissen und irgendwann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Dieses Mal halte ich es aber aus. Ich werde das Ganze durchstehen. Ich brauche aktuell das Geld nicht. Market Timing werde ich definitiv nicht probieren. Ich habe noch ein paar Cash-Positionen und ich werde meine Strategie weiter verfolgen. Ich werde meine Strategie weiter verfolgen. Ich habe so meine Faustregel, dass 100 minus Lebensalter mein Aktienanteil ist. Nachdem eben meine Aktienkurse bzw. mein Wertpapierportfolio jetzt nach unten gedriftet ist, habe ich jetzt eben das Problem, dass eben im Prozent meine Cash-Position größer ist. Das heißt, irgendwann werde ich eben diesen Teil meiner Cash-Position wieder reduzieren und in Wertpapiere investieren. Aber jetzt nicht im Sinne von, ha, ich bin so ein schlauer Anleger und weiß jetzt, wann die Kurse unten sind, sondern ja, irgendwann im Laufe des Jahres 2020 werde ich das so tun. Generell kann ich euch nur empfehlen, dass ihr weiterhin eurer Strategie treu bleibt. Ihr habt Ziele. Diese Finanzziele müsst ihr euch eben niederschreiben. Ihr wisst, wo ihr hin möchtet. Macht ihr das Ganze für die Pension, macht ihr das Ganze für einen späteren Hauskauf oder Eigentumswohnungskauf oder was auch immer. Das ist euer Ziel oder eure Ziele. Dann der nächste Schritt ist eine Strategie. Wie kommt ihr denn dahin? Sind Wertpapiere überhaupt das, was ihr eben benötigt, um an das Ziel zu kommen? Könnte ja genauso sein, nein, Wertpapiere passen doch gar nicht dahin, dass ich eben mein Ziel erreiche, weil ich eben in 3 Jahren meine Wohnung kaufen möchte und dort eben Eigenkapital zur Verfügung brauche. Da sind Wertpapiere definitiv das Falsche, besonders hochspekulative Wertpapiere, wie es eben ein Aktien-ETF wäre. Und dann geht es darum, wenn ihr eben eure Strategie habt, was ist denn oder welche Wertpapiere passen denn dazu, diese Strategie umzusetzen? Und am Ende, wenn ihr eben wisst, welche Produkte ihr haben möchtet, dann kauft ihr eben den richtigen Broker ein. Heißt, welcher Broker passt denn, hat denn diese Wertpapiere, die ich eben benötige? Geht es um den langfristigen Aufbau? Brauche ich eben einen ETF-Sparplan dazu? Welcher Broker hat denn ETF-Sparpläne zum Beispiel? Möchte ich einen steuereinfachen Broker? Aber das werde ich in einem separaten Video nochmals behandeln. Nur mal so ein bisschen zur Wiederholung, wie ich denn da am besten vorgehe. Jetzt am Ende, wir haben eine spannende Zeit, es wird weiter spannend bleiben und ich sage danke sehr wie immer fürs Zusehen. Über Kommentare freue ich mich natürlich bärig. Schreibt ganz einfach unten wieder einen Kommentar hin. Habt ihr irgendwelche Fragen, gerne und jederzeit. Bis bald und auf Wiedersehen hier auf dem YouTube-Kanal von broker-test.at oder auf der Webseite.